Ja, aber den Boss Rush probiere ich vielleicht später mal aus. Boss Rush ist, wie gesagt, nicht so mein Favoritenmodus. So, dann schauen wir doch jetzt einmal ein anderes Level an vom Previous. Da hatte ich vorhin einmal schon kurz reingestartet. Previous ist auch ein anderer YouTuber hier. Kanal heißt, glaube ich, Lord Previous. Werde ich auch später mal unterm Video dann verlinken, wenn es ein Video ist und kein Stream mehr. Die Level habe ich alle schon gespielt, direkt als er sie gebaut hat bei sich im Stream. Das war natürlich falsch, was ich hier mache. Da gehört er hin. Wir müssen nämlich diesen Panzer begleiten, damit er uns die Schalter öffnet. Das ist eine schwierige Stelle, aber auch die haben wir geschafft. Es ist zum Glück egal, wann man ihn trifft, weil er jetzt auch wieder aufmacht. Man kann sich also nicht selber einsperren. Das hat er schon bedacht. Ich habe nicht bedacht, dass da unten nicht einer frei ist. Tod Nummer 16. Für heute. Nein, ich habe den wegfahren lassen. Ich bin ein Vollidiot. Das ist kein Tod, das ist nur Reset. Das zählt nicht. Wobei ich hätte auch, glaube ich, den Cooper-Panzer da unten mitnehmen können, aber. Egal. Aber Neustart ist kein Tod. Das zählt nicht. Ja, das Schneetheme hier ist echt schön. Auch mit der Musik. Nein. Ah. Diese Donuts, ne? Hier muss man einfach nur geduldig sein, dann ist es auch gar nicht schwierig. Und das Timing richtig hinkriegen. Achso, ich hätte schon durchgekonnt. Ich war auch schon durch und dann habe ich gezögert. So, wir brauchen nämlich diesen Schlüssel. Nehmen ein Leben mit. Und haben den Chat gelesen und sind tot. Ja, die Zelda-Musik ist super. Schaue ich mir gleich noch an, was du hochgeladen hast, Jonas. Da oben ist übrigens nur nichts drin. Nur ein Leben und das. Das können wir brauchen, wenn wir den Panzer zu lange festhalten, kommt nämlich die Kröte wieder raus. Das habe ich natürlich nur gemacht, damit Red Brook hier beim Zählen nicht langweilig wird. Und damit er noch weiter aufpasst. Jetzt muss ich auch noch auf den Panzer achten. Der ist weg. Also die Level sind gar nicht so schwer, wenn man sie alleine spielt. Aber sobald Leute zugucken, macht man die dümmsten Fehler. Aber das macht ja auch hier den halben Spaß aus am Let's Playen, ne? Wenn ich das nicht wollen würde, dann würde ich das ja nicht machen. So, den Schlüssel haben wir. Jetzt bleiben wir nicht unter den Eiszapfen stehen. Auf den habe ich gewartet, in den habe ich mich erinnert, an den Troll. Der hat mich beim ersten Mal erreicht. Ich weiß gar nicht, welche Zelda-Musik ich am meisten mag. Ich glaube, Telltale Heights aus Link's Awakening. So. Ja, von Zeppertoni haben wir heute schon so viel gespielt, da sehen wir uns noch ein bisschen auf. Wir wollten noch mal gucken, was Jonas hochgeladen hat.
Achso, ich muss erst einmal aus dem Modus raus, damit er das aktualisiert, ne? Nee, dann gebe ich die ID mal ein. Ihr seht sie auch im Chat, wenn ihr mitmachen wollt oder das nachspielen wollt. Deswegen blende ich den ein, weil dann ist egal, ob man hinterher den kompletten Stream als Aufzeichnung hat oder ob man einzelne Folgen guckt. Man kann lesen, was hier los war und sieht, dass ich nicht komplett verrückt bin und nur Selbstgespräche führe. Cooper Coop Challenge, have fun. We can do it together. Und ich bin der Erste, der spielt. Brandneu. Vor 4 Minuten hochgeladen. Ist das so eine Begleitquest? Es ist eine Begleitquest. Davon habe ich schon ein paar gesehen. Die finde ich super. Okay. Das war mein Fehler. Komme ich hier wieder hoch? Ist hier irgendwo ein versteckter Block? Nein. Das braucht einen Reset. Und die Rutschbahnmusik ist toll. Diesmal nicht den gleichen Fehler machen. Nein! Ich war zu langsam. Ich kann dir nicht helfen, Koopy Koop. Hier wäre noch eine Reset-Tür ganz cool. An so einer Stelle. Also wenn man einfach wieder von vorne starten könnte, ohne komplett neu anfangen zu müssen. Nein, ich rette dich. Das ist aber auch so ein bisschen Trial and Error, ne? Oder man muss einfach schnell genug sein, weil das Prinzip ist ja überall gleich. Er rettet uns wieder. Hier müssen wir ihm den Weg frei machen. Dafür holt er uns wieder was zum Hochklettern. Ein Hüpfeschuh. Jetzt müssen wir wahrscheinlich schnell sein. Bob-omb. Bob-omb. Ja, das Remake von Link's Awakening, da freue ich mich auch schon drauf. Weil Link's Awakening ist einer der drei Zelda-Titel, die zu meinen Top 3 gehören. Also Top würde ich sagen ist Wind Waker. Und Teil 2 teilen sich, oder Platz 2 teilen sich Link's Awakening und Breath of the Wild. Die auch komplett unterschiedlich sind, aber beide toll auf ihre eigene Art. Hilft er mir da wieder? Ich hätte warten müssen. Ich hätte warten müssen. Ah. Wenigstens ist hier ein Checkpoint. Das ist sehr fair. Jetzt kommen wir die Bob-Bombs. Dürfen Koopy nicht aus den Augen lassen. Hier kommt das Clown-Auto. Dann die großen Bob-Ombs. Wir parken hier so lange. Jetzt müssen wir nur Geduld haben und ich glaube rechts ein bisschen im Blick behalten. Dann dürfte es eigentlich klappen. Monty Maulwurf nimmt uns mit rüber. Koopy holt Schwung. Und die eine Blume isst die anderen auf. Wir haben es geschafft, Koopy. Nein.
Kupi ist in den Abgrund gefallen. Das Level gefällt mir. Aber ich finde nicht gut, dass der Koopa am Ende stirbt. Den hättest du noch auffangen können. 2 Minuten 58. Das geht schneller. Aber ich bin zu langsam. Okay, jetzt machen wir einen Malstream. Die nächste halbe Stunde bin ich hier mit Zeichnen beschäftigt. Ich hoffe nicht. Na, sieht man schon, was es wird? Nein, kann man nicht erkennen. So. Ja, wenn man zwischendurch den Stift wechselt, hilft das nicht. Ich hätte erst den malen sollen und dann den schwarzen Rand, ne? Oh Gott, ist das mit dem Analogstick furchtbar zu zeichnen. Ich habe gerade eben schon erklärt, bevor ihr hier wart, ich kann die Switch leider nicht rausnehmen zum Zeichnen, dann stürzt die Elgato ab. Ich hoffe, man erkennt trotzdem ein bisschen, dass es der Koopi sein soll. Hier machen wir noch die Streifen. Und sein Zuhause. Schön. Redblock hat gar keine Zelda-Hitliste. Ah, du bist nicht schlecht. Man kann in Zelda gar nicht gut oder schlecht sein. Zelda ist einfach Zelda. Das ist auch eine gute Hitlist, Kind. Ich muss, was ich eben gesagt habe, übrigens korrigieren. Ich habe zwei Zelda-Teile nicht gespielt. Der eine war, wie gesagt, Spirit Tracks. Der andere ist, zu meiner Schande, muss ich gestehen, tatsächlich Majora's Mask. Ich habe es einfach nie gespielt. Ocarina of Time habe ich natürlich auf dem N64 gespielt, als es damals rauskam und auch nochmal später das Mikro verloren. Auch nochmal das Remake auf dem 3DS. Aber Majora's Mask habe ich mich nie rangetraut wegen dem Zeitlimit, weil ich mag Spiele mit Zeitdruck nicht. Außer Speedruns bei Mario. Auch Twilight Princess war nicht schlecht. Twilight Princess war anders. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Wollt ihr mal ein richtig fieses Level sehen? Dann spielen wir mal eins vom Completionist. Ich hab's einmal durchgespielt. Ich habe aber insgesamt schon 2 Stunden oder so da drin verbracht. Ich weiß, Majora's Mask ist von vielen der Lieblingsteil und wird von allen geliebt, aber ich traue mich nicht. Das hier ist ein furchtbares Level. Ich liebe es, ich hasse es. Ihr werdet gleich sehen, warum. Bis hierhin ist ja noch alles schön und gut, ne? Versteht man? Und dann geht's los. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht in die reinspringt. Dann gibt's hier noch einen dritten. Man muss sich die Feder holen. Muss dann hier rüberfliegen. Muss dann hier hoch, den Panzer nehmen. Na, also soweit noch alles schön und gut. Kann man mit ein bisschen Übung alles machen. Aktiviert die Schalter, dass man hier oben in die Röhre kommt. Die bringt einen in den nächsten Abschnitt. Wenn man hier die Feder nicht hat, ist man schon aufgeschmissen. Hier kann ich ruhig was verlieren, weil wird mir gleich eh alles weggenommen. Hier müssen wir die Münzen sammeln. Nehmen den Schalter mit. Gehen durch die Tür. Wie gesagt, ist nicht schlimm, wenn ich hier getroffen werde. Hier wird man sowieso klein gemacht. Und hier wird's schwer. Das ist der Part, an dem ich immer sterbe. Weil ich einfach immer zu doof bin. Wie gesagt, einmal habe ich es durchgespielt nach 2 Stunden Versuchen. Und sehr viel Fluchen.
Ich werde jetzt hier nicht eine Stunde dran sitzen, aber ich werde mal einfach 5, 6 Versuche machen. Vielleicht schaffen wir es. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Ihr habt ja in der roten Fahne gesehen, dass ich es schon mal geschafft habe. Wo hast du das Level denn gesehen, Red Brook? Bei wem? Ach so, ja, die 3-Spieler-Dinger habe ich auch nur angespielt mit Freunden, aber nie durch. Die zähle ich auch nicht als Hauptteile, das sind für mich so Spin-Offs. Wie hießen die denn? Foresault Adventures und sowas, ne? Gerne, Ken. Schön, dass du da warst. Komm gerne mal wieder vorbei. So, hier müssen wir jetzt nach oben kommen. Und nicht zu nah an die Stacheln dran. Nein. Okay, 3 Versuche machen wir noch. Das hier ist Nummer 1. Nummer 1 war sehr kurz. Oh, Game Grumps habe ich auch schon lange nicht mehr geschaut. Eigentlich schade. Nein! Warum hat er sich denn jetzt gedreht? Ich bin auf ZL gekommen. Ja, letzter Versuch für das Level. Und danach müsst ihr es selber probieren, wenn ihr das Ende sehen wollt. Ja. Okay, ich versuche es mir zu merken, Angelo. Ich kann nicht versprechen, dass ich das kann. Ich habe nämlich ein furchtbares Namensgedächtnis. Jetzt mache ich doch noch einen Versuch. Und ich nehme meistens den an, der auf dem Bildschirm steht, weil den brauche ich mir nicht merken. Aber ich gebe mir Mühe. So. Ist jetzt aber wirklich hier der letzte Versuch für das Level. Danach spielen wir was anderes. Das frustriert mich sonst zu sehr. Tod 24. Mein Gott. Aber hey, immerhin sind wir noch nicht dreistellig. Das ist doch auch was. Nein, 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 ich wollte gar nicht fliegen. Ich will doch nur den Schalter drücken. Ja, freut mich, dass dir gefallen hat. Wie gesagt, Stream fange ich gerade erst an, das mache ich noch nicht so oft. Ich sterbe lieber. Nein, ich werde jetzt ab und zu mal, wenn ich Zeit habe, ein bisschen streamen. Ich habe da kein regelmäßiges Datum oder so, wann ich das mache. Aber, ja, Videos gibt es hier trotzdem immer regelmäßig zum Gucken. Und wenn ich Zeit habe, mache ich auch mal einen Stream zwischendurch. Aber das muss halt immer von der Arbeit und allem her auch passen. So, wir beenden das Level mal. Und dann würde ich sagen, ich muss gerade einmal hier schauen. Wir machen noch ein Level und ich glaube, dann reicht das auch erstmal für den Test heute. Dankeschön. Danke für das Lob. Quatschen kann ich. Ich glaube, ein Level machen wir noch und dann muss ich auch erstmal schauen, wie es hier auf meiner Festplatte aussieht. Ich muss erstmal wieder ein bisschen was runterschmeißen. Sonst macht mir die Aufnahme hier nämlich gleich alles voll. Oh, ich habe noch gar kein Level von Zan gespielt. Fällt mir da auf. Das wollte ich noch machen. Dann fangen wir auch am Anfang an bei ihr. Dann machen wir noch ein oder zwei Level.
Hammerbrüders heißes Heim. Aber jetzt, wo ich weiß, dass wir streamen können, dass der Teststream funktioniert hat, kann ich das ja auch einfach zwischendurch mal anschmeißen. Wenn ich vorher weiß, wann das ist, dann gebe ich auch mal eine Info rum. Entweder hier auf dem Kanal oder Redbrook ist zum Beispiel auch bei den beleuchteten Brüdern im Discord. Meinen Discord werde ich auch mal auf dem Kanal posten. Ich habe nämlich einen, aber da bin ich bis jetzt mehr oder weniger alleine drauf. Ich habe ein bisschen Angst vor den Hammerbrüdern, die angekündigt sind, weil das sind meine Hassgegner bei Mario. Okay. Kleiner Hopser. Danke für die Blume. Genau, also ich werde meinen Discord mal auf dem Kanal hier posten und dann ist das auch immer ein guter Ort, wo man Infos findet. Dann kann ich vorher Bescheid sagen, wenn ich was plane. Wie gesagt, feste Zeiten habe ich nicht zum Streamen. Also jetzt nicht irgendwie jeden Dienstag oder so, sondern das kommt immer ein bisschen darauf an, wie lang die Arbeit läuft und das ist auch ein gutes Level. Ja, und auch, was meine Frau vorhat, ne? Also das muss halt zeitlich immer passen. Komm, eins machen wir noch. Cooper from above. Ich weiß, dass Darky da geholfen hat. Der Sun. Beide aus dem Gaming Universe Forum. GamingUniverse.de. Sehr nette Gaming-Community. Falls ihr die nicht kennt, schaut mal vorbei. Bin ich auch als Gamepad Ranger angemeldet. Warum nehme ich das Trampolin mit? Damit ich neu starten kann. Das ist jetzt unser letztes Level für heute. Das schließen wir aber auf jeden Fall noch ab. Ist auch wieder ein sehr klassisch designtes Level. Gefällt mir. Mir fällt es immer schwer, einfach ein normales Mario-Level zu machen. Der war gemein. Also, der war nicht gemein, ich bin einfach nur doof reingesprungen. Okay. Hier soll ich nach oben. Wie komme ich denn hier nach oben? So nicht. Tod Nummer 26? Oder war das jetzt schon 27? Das war 27. Du kriegst das Trampolin nicht. Niemals. Ich sollte aufhören, das mit rumzutragen. So, hier holen wir uns den Pilz. Er kann Pilt. Secret of Mana ist auch so ein Ding, das ich gerne nochmal hier spielen würde. Ich werde es mir allerdings nicht jetzt digital holen, die Collection. Ich habe mir die Retail-Version bestellt, die im August rauskommt. Wenn das dann da ist und wir dann eins der anderen Projekte vielleicht fertig haben, dann könnt ihr euch darauf vielleicht schon mal einstellen, dass das eines der möglichen Spiele ist, die wir dann spielen. Denn da hoch? Ich glaube, da kommt man gar nicht hoch. Von hier nicht. Oh Gott. Aber wie ist das mit dem Cooper, der da gerade runtergefallen ist? Ha. Okay, ich weiß nicht, wie man hochkommt. Ich hätte das Trampolin mitnehmen sollen, du hast recht. Das wäre vielleicht die Lösung gewesen. Wenn ihr wissen wollt, was da oben ist, dann zeige ich euch gleich nochmal den Levelcode. Das kriegt ein Wow. Dann zeige ich euch gleich nochmal den Levelcode, dann könnt ihr nämlich selber das Level spielen.
Die Level-ID ist 4BW B24N0G. Ich lasse es noch eine Sekunde auf dem Bildschirm, dann könnt ihr mitschreiben. Ja, Freunde, vielen Dank für diesen ersten Teststream. Wir waren anderthalb Stunden live, es hat gut funktioniert. Die Technik hat mitgespielt. Red Brook, vielen, vielen Dank für die Unterstützung von Anfang bis Ende. Ich freue mich immer, wenn du dabei bist. Sowohl in den Kommentaren als auch jetzt live. Auf Discord bist du ja auch immer unterwegs. Ich schicke dir dann auch mal den Link zu meinem, wenn du möchtest. Wie gesagt, da ist jetzt noch nicht viel los, aber vielleicht finden wir ja ein paar Leute, die da mitreden wollen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Dienstagabend. Kommt alle gut ins Bett bald. Macht nicht so lange. Und wir sehen uns demnächst hier auf dem Kanal wieder. Falls ihr auf Twitch zuguckt, auf YouTube ist bei Gamepad Ranger der Hauptkanal. Aber wenn ich streame und das hier keinen stört mit der Verzögerung, dann werde ich auch immer Twitch mit bedienen bei der Gelegenheit. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder auch ein Abo. Schaut, was ich sonst noch so mache. Vielleicht gefällt euch das auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.